Sentinel, Iris privat anwesend. Gemeinsam mit ihren alten Truppenführer Comac schließen sie sich dem Sentinel-Team an. Infiltrieren sie Iris privat anwesend und sammeln sie Informationen über seinen nächsten Zug. Na, kriegen wir da hin, Alter. Zeit für Antworten. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt. Beobachtet. Gewartet. Wir wurden vor 4 Jahren gegründet. Eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission? Die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen, Schifffahrtswege, Pipelines. Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan Irons. Wir realisierten zu spät, er hatte uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten 10 Tagen, gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schilde, aber wir wissen nicht was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Hauptquartier. Team, wir haben grünes Licht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitchells Informationen wissen wir, dass Eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam und SEAL-Teams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Nox, wie läuft es? Ich bin gleich im Drohnennetz. Bangkok, Thailand. Es wird falsch. Bin drin. Die Drohnenpatrouillen wechseln. Die Zeit läuft. Pink, wir sind an der Vordertür. Verstanden. Anklopfen. Haken bereit machen. Pink, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Wir haben euch auf dem Schirm. Okay. Weiter, wir sind fast da. Ist zwar sehr unlogisch, aber egal. Eins privates Anwesen. Das kann man sich also für Tausende von Leichen kaufen. Jo. Ich werde Eins aufspüren. Richtig. Wir müssen dabei sein, wenn er Kontakt aufnimmt. Ilona, zu mir. Gehen wir. Mitchell, ich gebe dir erweiterte Realität. Zielverfolgung geht online. Okay, du kannst dein Ziel markieren. Optik ist okay. Ich synchronisiere dein HUD mit dem Drohnennetz. Wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen. Ja, komm. Mitchell,
Geh zur Sicherheitszentrale und klingt mich in ihr System ein. Laber nicht so viel, ey. Nicht bewegen. Ziele links. Rüber ins Gebüsch. Erledigen wir den letzten. Lass ihn rankommen. Es muss leise gehen. Mach ihn kalt. Okay, Mitchell. Die Sicherheitszentrale ist am Ende. Alles klar. Funktioniert auch. Das ist richtig klasse. Detroit war noch nie so sicher und so sauber. Gut gemacht. Rauf aufs Dach. Und die hören mich nicht, ne? Okay. Ah, F. Warum geht das nicht? Super. Oh, jetzt funktioniert's. Wert war. Ladeabdrücke in den Anzug. Willkommen, David Briggs. Bin drin. Okay. Ich kann Ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da. Die Drohnen sind wieder online. Ach nee. Zurück aufs Dach. Beeilung, Mitchell. Cormac, wir haben uns eingeklinkt. Sehr gut. Mitchell, wir treffen uns vor Ains Arbeitszimmer. Ilona, du übernimmst. Verstanden. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Bleib im Schatten. Zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Ja. Super. Gut gerettet. Mich, ey. Echt nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Der scheiß verfickten Schleichmission, ey. Zurück. So.
Gott, ey. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Cormac trifft dich auf dem Balkon. Oh, geht doch. Wirklich saubere Arbeit, Mitchell. Max, wir sind drin. Offen. Hast du eins gefunden? Und das für eine negativ. Komische Mission. Also los. Da ist sein Schreibtisch. Also los. Hab was gefunden. Nox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nichts sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Nox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Endlich mal ein bisschen Action hier. Der Konvoi ist gleich hier. Da ist der Konvoi. Nox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Na komm, dann lauf. Ach so. Okay. Dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Hallo, Ihren Namen und die aller Mitfahrer, bitte. Jetzt. Ja, hallo, hier ist Ted Bock am Steuer. Er will sie nicht da eins. Einen Moment. Wir haben die Wachen alarmiert. Dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Ja, ja, ja. Hallo, Ihren Namen und die aller Mitfahrer, bitte. Jetzt. Ja, hallo, hier ist der Notabsteuer. Ich hab Dr. Bellamy dabei. Er will sie nicht ereilen. Einen Moment. In Position, Nox. Okay, fahren Sie. Mr. Irons erwartet Sie. Einen angenehmen Abend. Bellamy? Nox, überprüf das. Schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Inona, versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Nox, gib das ans Kommando durch. Wir wissen, was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Schön bequem hier. Es gab eine Sicherheitsverletzung. Was ist los? Bitte, Sir. Mr. Irons ist hier. Wir sind sicher. Bereit. Jetzt. Geil. So wie. Ja, ey, Moment. Oh, weiter jetzt. Nein. Problem, Doktor. Wir beeilen uns ja schon. Mantikoch ist thermisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist unbegründet. Wenn Ihre Ziele durch zu frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Danois. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Alles weitere übernehmen. Wir scannen die Sicherheitsvorschriften. Die Fracht muss Mantikoch sein. Wir müssen herausfinden, wohin sie es bringen. Mitchell, zu mir. Nox, wir holen uns jetzt die Fracht.
Cormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Das muss schnell gehen. Macht sie fertig. Lauf, Mitchell. Ja, wohin denn? So, machen wir jetzt so. Komm, knall ran, das Ding und weiter. Bereit, Mitchell! Spreng! Wir haben sie, Kingpin. Okay, bringt sie nach Hause. Gut gemacht, Team. Finden wir raus, wohin das Flugzeug will. Schöner Freiflug hier gewesen. Geil. Aber die Missionen sind echt kurz. Verbesserung. Haben wir keine. Schön. Doch. Hm? Nein, haben wir natürlich nicht. Okay. Haut da rein. Bis dann.